Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben, glaube ich, Viertel vor sechs. Der Morgen ist auch sehr schön, wie man euch schwer erkennen kann. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es erstmal auf zum Training. Und bei dem Wetter wieder sehr gute Laune. Das ist sehr gut, auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ja, auf jeden Fall. Heute ist Bizeps und Trizeps dran, morgen Beine, dann haben wir Sonntag wieder Ruhe. Und ich würde sagen, I see you at the gym, meine lieben Damen und Herren. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir müssten jetzt, ich glaube, 6 Uhr oder sowas haben. Auch heute wieder wunderschöner Morgen. Ein blauer Himmel, etwas kälter als sonst. Und heute ist Samstag, das heißt Beine, das Beintraining. Und heute steht natürlich noch einiges an. So muss das, meine lieben Damen und Herren. Direkt nach dem Training sehr, sehr wichtiger Shaker. Und, filled with, with Protein und alles klar. So, jetzt auch eben wieder nach Hause gekommen. Das Beintraining heute war sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich gleich auf jeden Fall erstmal duschen gehen und mir was zu essen machen. Und ich glaube heute entweder Pizza oder sowas. Selbstgemachte oder irgendwie, keine Ahnung, ich hätte auch Bock auf Chicken. Chicken wäre auch richtig nice. Ansonsten, ja, heute Wetter ist, ey, wenn heute niemand von euch rausgeht, ne, es gibt Schläge, meine lieben Damen und Herren. So schönes Wetter draußen, ne, es ist so warm. Ich glaube, jetzt schon um 9, wir haben jetzt 9 Uhr, irgendwie, keine Ahnung, was, 20 Grad oder so, das ist schon sehr warm. Und auf jeden Fall würde ich sagen, I see you later. So, zu der späten Stunde jetzt noch läuft euer Kollege hier mit einer Mütze rum. Weil das, was sich da unter den Haaren verbirgt, das möchte ich niemandem anmerken lassen. Auf jeden Fall wird es jetzt erstmal, ich habe eigentlich Hunger, wir haben auch. Und es wird jetzt auf jeden Fall Zeit für mich was zu essen, weil ich sterbe von Hunger. Das ist heute schon das weiße, nicht vierte, fünfte Mal, dass ich was esse. Das ist bei mir so die letzten Monate extrem schlimm, dass ich halt relativ viel esse. Aber ansonsten. Ich habe mir jetzt auch letztens das hier geholt. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut, Exquisia. Und heute gab es mit. Ich habe das gar nicht mehr, scheiße. Auf jeden Fall gab es so ein richtig schönes Zwiebelbaguette, womit man dann
Ich habe, glaube ich, Spiegelei habe ich gemacht, dann Exquisia, dann gab es noch, was habe ich da noch drauf gemacht? Ich glaube Salami. Genau, Salami. Aber Hähnchen Salami und Tomaten noch drauf. Richtig lecker. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich glaube, das ganze Baguette habe ich aufgegessen. Und müssten irgendwie so 500, vielleicht sogar 550 Kalorien gewesen sein. Also schon viel. Aber halt auch sehr, sehr lecker. Ne? Und von daher kann ich das eigentlich nur jedem empfehlen. Und ja, alles klar. Sehr ungewohnt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut, besser als gar nichts. Und let's go. Wir brauchen für unseren Müsli jetzt ein wenig Joghurt. Ich hoffe, das kennt jeder. Dann brauchen wir einmal ein Müsli. Dann haben wir Schokotröpfchen, die sind natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant. Und dann vermischen wir das hier noch. Und ich würde sagen, let's go. So, als nächstes kommt das ganze Müsli jetzt hier rein. Okay, was heißt das Ganze? Aber und die Schokotröpfchen. Und voilà, wir sind fertig mit dem Laden. Ich glaube, ich mache doch nicht alles von dem hier rein, aber so ein bisschen machen wir hier von dem auch noch mit rein. Das Ganze jetzt einfach gut verrühren, vermischen. Und du bist, you are good to go! Alles klar. Okay. So, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben jetzt, glaube ich, 5.55 Uhr oder sowas. Auf jeden Fall kurz vor 6. Und jetzt geht es natürlich auf ins Fitnessstudio. Heute ist Montag, das heißt, wir haben heute Posttraining.
und Bauch. Und ich glaube, es wird regnen. Ich meine, ihr riecht das jetzt nicht, aber es ist sowas wie Sommerregen. So ähnlich ist das hier am Smen. Richtig. Ja. Entweder es gewittert heute noch oder es wird einfach nur regnen. Aber es hat eben gerade kurz geregnet. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es gleich nachher, Jesus, auch ein bisschen noch regnen wird, aber. Ja. Jetzt müssen wir noch eben kurz in die Stadt gehen. Ist auch richtig warm wieder heute. Ich natürlich mit Pulli unterwegs. Alles klar. Ja. So muss das. So, einen wunderschönen Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben 5 Uhr, ich glaube 45 mittlerweile. Und es regnet. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt natürlich auch zum Training. Heute ist Dienstag. Also weiß, ein Dienstag ist Beintraining. Und, ja, jetzt würde ich mal sagen, ich sehe das at the gym, ladies and gents. So Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber heute ist richtig warm. Also heute ist richtig, richtig, richtig warm. Ne? So, wir haben jetzt noch ein paar Termine in der Stadt. Und ja, ich würde sagen, wenn ich fertig bin, gibt es dann zu Hause erstmal was zu essen, weil ich habe Hunger. Und alles klar. Und sollte erstmal ein ganz dezentes Wetter genießen. Es ist immer noch so ein bisschen schön. Ich glaube auch, dass es jetzt die Tage richtig fett gewittern wird. Aber ja, bei so einem Wetter kann man eigentlich nicht zu Hause bleiben, sondern man müsste rausgehen und dieses schöne Wetter genießen. Und genau das machen wir heute. Wunderschönen guten Morgen. 5.38 Uhr, meine lieben Damen und Herren. Das heißt, es geht jetzt auf zum Training. Ab. Bevor ich natürlich zum Training gehe, kann ich jedem nur empfehlen, der Creatin über 3,5 Gramm. Und ja, so ist das mit dem Leben. Ne? Ich habe irgendwas gedrückt, ich habe keine Ahnung was. Ich hoffe, das regnet jetzt nicht. Das war nicht so cool. Aber. Also, einen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben 5 Uhr. Ich glaube, 45. Heute auch wieder etwas später als eigentlich geplant von meiner Seite aus. Aber gut, heute ist Rücken und Schulter dran, weil ich gestern nicht war. Muss ich Rücken heute nachholen. Und das machen wir als erstes. Und ich habe so das sehr komische Gefühl, dass es entweder gleich oder nachher mehr oder weniger sehr stark gewittern wird. Aber das hält uns ja nichts davon ab, ins Fitnessstudio zu gehen. Sondern es ist aber auch nicht mehr so warm gestern tatsächlich. Was ja schon mal sehr gut ist. Und dann alles klar. So, wir sind jetzt fertig mit dem Training. Heute musste ich ja Rücken nachholen und habe heute nur Schulter gemacht. Und ja, jetzt haben wir, glaube ich, kurz nach 8. Und jetzt geht es erstmal nach Hause. Es hat auch ein bisschen angefangen zu regnen jetzt. Heute ist der Donnerstag und die meinten ja, heute soll es echt stark gewittern und so.
Ich bin echt sehr gespannt, was sich nachher so entwickeln wird, aber ja, jetzt erstmal Shaker. Und ich würde sagen, I see you later when I'm home. Hauptsache, ich habe bis jetzt eben gerade geschlafen, wir haben 2:30. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal was zu essen. Wir kochen Hähnchen geschnetzelt. Das ist sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Mit Bandnudeln. Also wer das noch nicht probiert hat, dem kann ich das nur empfehlen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und, ja. 7:00 auf jeden Fall sehr lecker aus. Und ich würde sagen, Moment. Kann man definitiv essen. Und sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ist ja mit Hähnchen und Bandnudeln und etwas Geschnetzeltes. Sehr, sehr lecker. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich wünsche jedem jetzt erstmal einen guten Appetit. Und bis später. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben, wie ihr sehen könnt, kurz vor 2:00. Das heißt für mich, es gibt jetzt was zu essen. Und da ich heute ausnahmsweise mal keinen Bock habe zu kochen, ich bin unnormal müde. Das ist gar nicht gut. Gibt es jetzt für heute ganz dezent Chicken Nuggets, weil ich habe Hunger. Ich habe jetzt Hunger. Und ja, alles klar. Wunderschönen guten Morgen, wir haben jetzt glaube ich 4:20 oder sowas. Wir frühstücken jetzt langsam und dann geht es auch zum Training. Heute ist. Ja, heute mache ich 2 Sachen, glaube ich. Heute wird Bizeps und Trizeps trainiert und zum anderen Beine. Und ja. Wunderschönen guten Morgen, wir haben Samstagmorgen um 5:30 Uhr jetzt. Heute Beine und Bizeps sowie Trizeps. Wetter heute ganz okay, also Sonne scheint. Man kann sich jetzt nicht beschweren. Und ja, ich würde sagen, we will see us at the gym, ladies and gentlemen. Alles klar. 5:40 Uhr und wir haben Sonnenaufgang. Irgendwo da hinten. Da. Und sieht eigentlich ganz schön aus am Morgen. Ne? So, meine Damen und Herren, das Training für heute ist fertig. Ja, Beine, Bizeps und Trizeps.
Und jetzt geht es erstmal auf nach Hause. Und auch heute wieder sehr schönes Wetter. Ja. Samstag, den weiß ich nicht, vom 80.07. Und ich würde einfach sagen, jetzt natürlich immer nach dem Training, Shaker. Alles klar. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Das Training war relativ okay heute. Ja, Beine, Bizeps und Trizeps. Jetzt heißt es aber natürlich, dass wir uns wieder mit einem Shaker beschäftigen müssen. An der Stelle jetzt gleich den Arsch auf. Oh, Scheiße. Und ja. Wunderbar, ich muss den so ein bisschen. Nice. Schau mal bitte, wie viel ich habe. Das ist sehr, sehr schön. Das ist alles für mich jetzt, vor mir. Und weiß, was das ist, der weiß auf jeden Fall Bescheid und ich kann euch gar nicht sagen, wie lecker das einfach ist. Also, so selbst gemacht auf jeden Fall ganz anders und das ist eine 10% definitiv. Purchase your tracks today.